Barkeeper im. Ja, wie in der Schmuck. So, wissen Sie was davon? Seien Sie nicht so frech. Klar? Kleiner. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von L.A., Noah und... Ja, letzte Mal sind wir ja hier nur ein bisschen weiter voraus stehen geblieben im Garten, glaube ich. Ich habe wieder mal natürlich vergessen, dass das Spiel ja nur an bestimmten Punkten speichert. Von daher musste ich das hier nochmal machen. Juhu! Also nochmal machen hier aus, mal das Zimmer durchsuchen, mit ihr noch quatschen und alles. Deshalb stehe ich jetzt auch wieder hier. Und ja, jetzt haben wir ja auch herausgefunden jetzt noch, also wir haben einen Wohnort von dem Mann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wir haben noch eine Adresse von einer Bar oder einer Kneipe, bin ich der Meinung, irgendwie sowas. Und ja, da können wir mal überlegen, wo wir jetzt hinfahren. Da ich nochmal hier war, hatte ich nochmal ein bisschen, ja, Langeweile, aber wie kommt denn das hier in mein Buch rein? Keine Ahnung, aber es passt, es stimmt wirklich absolut. Diese kleine Lügnerin, da steht Alter 62, kannst du knicken. Ma'am, Sie sehen aus wie 82. Habe ich auch vergessen, Ihnen zu sagen. Ja. Gut. Voll klar. Schönen Tag noch mit Ihren Lügengeschichten. Mann. Und vor allem, Leute, ich durfte es jetzt nochmal miterleben, ja? Ich bin wieder so geschockt von diesen Lügen. Lügen über Lügen. Unfassbar. So, Kollege ist schon da. Sie wartet. Sollen wir ihr helfen? Ey! Mist, wollen Sie über die Straße? Oh, Entschuldigung. Ja, pardon. Ich dachte, Sie müssen über die Straße, Ma'am. Hallo? Mann, da will man einmal helfen wieder. Als Cop. Ach, Kollegen. Mann, oh Mann. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ein hilfsbereiter Cop bin. Ach ja, ich muss erfahren. Dann gucken wir erstmal, wo wir jetzt als erstes hingehen werden. Hinweise haben wir ja wieder ganz viele gesammelt. Da waren wir wieder schön fleißig. Orte. Tatort. Können wir wieder zum Tatort zurückgehen? Ja, können wir. Aber haben wir ja schon alles. Soweit ich weiß, ne? Hier. Wohnsitz von dem Mann. Wohnadresse von Angel und Antonia Maldonado. Aber ich würde sagen, zuerst gehen wir zur Bar. Gut. Hey, Kollegen, dürfte ich einsteigen? Danke. So, ich komme. Ach, warum bin eigentlich immer ich Fahrer? Ja, komm. Okay. By Miss Evelyn Knight. Oh Gott. Das wird ja wieder was. Ach ja. Halt! Alter, die Bremse, die reagiert voll spät. Ach so, jetzt ist... Oh, come on, go! Wie süß! Schädchen! Ja, ja, ist ja gut. Ah! Hier ist 50! Verdammt nochmal! Ach, verdammt! War diese Sonntagsfahrer! Blumen pflücken während der Fahrt verboten. Mach Platz hier. Ach, zu der Musik. Da kann man nur so fahren. Achtung, Kollege. Oh, ach, Entschuldigung. Ach, bezahlt der Start. Entschuldigung. Die Bürger mit ihren Steuern. Ist mir doch egal hier. Ja, hier ist ein Parkplatz, da wollen wir nicht rauf. Hier rüber. Kollege bleibt ganz cool. Schnell ist er davor und ganz schön genervt immer. Hey, pass doch auf. Ey, du fährst über Rot. Ey, du hast gerade einen Fußgänger überfahren. Und ich denke mir nur so, Junge, bleib doch mal cool. Alles gut. Und du machst genau richtig. Ne? So, da sind wir. Eldorado Bar. 2.13 Uhr. Na, Kollege. Ach nee, ich muss ihn angucken, denn er sagt. Weiß. Irgendein Tipp? Hä? Ich hab keine Ahnung. Er hat auch keine Ahnung.
Wie nice. Wie kommen wir an und wir haben beide keine Ahnung. Willst du ein Video machen? Ach, warte mal. Haben wir irgendwelche Nachrichten vielleicht? Kollege aus dem Weg. Telefon. So, ich drehe mich mal ganz schnell um hier. Zack. Oh, hast du gesehen? Ach, scheiße. Andere Seite. So. Hey, ich hab's hier irgendeine Nachricht. Phelps Badge 1247. 12-4-4-4-8-8-8-9-6-0-3. Messages for me, please. I'm sorry. Oh. Thanks. Thanks. Schick mir doch du mal wenigstens eine Nachricht, Mann. Immer diese Negativität. Keine Nachrichten. So, hallo? What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. Yeah. So what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. Mm-hmm. I'll show you. Sehr gerne. Sie haben einen Brief von ihr. Sie sind der Mörder. Angel Maldonado. Bei Hand. Bei Hand geschrieben, meint sie. Ah, okay. Ey, von der dümmste Kopf, der hier rumläuft. So. Los Angeles kann die... Blabla. Antonia Maldonado hat am 8. des Monats August ihren Antrag beim Kammergericht des Staates Kalifornien eingereicht, mit der Hoffnung, dass die darin darliegenden Gründe sie aus dem Bund der Ehe, den sie mit Angel Maldonado eingegangen ist, entlassen. Wir legen hiermit fest, dass der benannte Beschuldigte Angel Maldonado unter Nichtberücksichtigung jeglicher Geschäftstätigkeiten oder anderer Verpflichtungen am Mittwoch, dem 17. September 1947, persönlich vor dem zentralen Bezirksgericht im Kammergericht des Staates Kalifornien zu erscheinen hat, um sich zum durch die benannte Antonia Maldonado eingerichteten Antrag auf Ehescheidung aufgrund von Grausamkeit zu äußern und falls vorhanden Gründe darzulegen, weswegen die benannte Klägerin und Ehefrau Antonia Maldonado nicht aus dem Bund der Ehe entlassen werden sollte. Bezeugt durch den ehrenwerten Richter des besagten Gerichts von Kalifornien, Brandon, am 11. des Monats August im Jahr 1947, unseres Herr, was? Rotonat. Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Na, ist ja nicht so schlau, wa? Weiß nicht. Wegen dem Mann halt, ne? Also es klang ja schon, als wenn er gewalttätig wäre oder so. Ey, ihr trinkt beide gleichzeitig. Seid ihr irgendwie so... So hier mit innere Seelenpartner verbunden? Oder? Ach komm, egal. So, 30. Sie sehen aus... Ja, sieht man jetzt schlecht. Wie 90, muss ich sagen, ne? So, Barkeeper... Ah, nee, schreibe ich hier lieber nicht hin. Wir sind ja hier auf YouTube, ne? Barkeeper im... Ja, fehlender Schmuck. So, wissen Sie was da? Seien Sie nicht so frech! Klar? Kleiner. Seien Sie nicht so frech. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Kann er nicht genau sagen? Der ist Barkeeper, guckt immer, ob wann er Feierabend hat. Ich guck mal, ob ich es richtig verstanden habe. Ich mache immer beschuldigen, sorry, aber ich will mal gucken, was er sagt. That's a lie. She left well before closing. You fed her booze and took her home yourself. Whoa, hold up. Look, I run a bar, okay? Ja, okay, das wollte ich ja jetzt nicht. Blutspur, blutiger Strumpf, persönliche Gegenstände, Schlüsselnotiz, Bibliothekausweis,
Eisenpfosten, Zimmer und Fenster, Scheidungsunterlagen, Foto eines Armbandes. Nee, das bringt ja nichts. Oh. You're off the hook. For now. Ich lasse locker. Fürs Erste, mein Freund. Ja, er hat keine Ahnung. Aber er war ja mit ihr da. Und er wird ja schon gecheckt haben, wann sie geht, oder? Komm. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She went to the cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Aha. Warum lügen Sie? Warum lügen Sie? Verdammt nochmal, besteht diese ganze Stadt aus Lügnern? Gottes Willen. Bewegungen des Opfers. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Oh. Said that would take the smile off his face. Mhm. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Ja, weiß nicht, dazu kann ich jetzt nicht böser Kopf machen. Warum soll er lügen? She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Bex, you've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. What? So, herzlichen Glückwunsch. Sie haben nur einmal die Wahrheit gesagt. Schön. Where is that goddamn waitress? So. I have another spoon? Haben Sie was gesehen? Haben Sie? Es ist Ihre Frau. Haben Sie was gesehen? Haben Sie was gesehen? Was? Ja, jetzt suchen Sie doch mal eine Musik aus. Stehen Sie doch nicht dauernd davor. Mein Gott. Also manche Leute... Prost, Alter. So, Kollege ist schon wieder weg. Wo ist mein... Ach da, hinter mir. Guck mal, die steht immer noch da. Alter, sie ist geschockt. Okay. Obst, Obst. Wo ist denn der Obsthändler? Hier direkt gegenüber, oder was? Hat er doch gesagt, oder? Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, er meinte gegenüber. Entschuldigung, Polizei. Hier ist der Obsthändler hier im Müllerber. Speichert. Ist der hier? Aber es, also ich musste wirklich nochmal anmerken, ich find's echt geil. Du kannst dich ja wirklich hier frei bewegen, ne? Guten Tag. So, ja, wo ist er jetzt? Er meint doch gegenüber. Gegenüber. Gegenüber ist der Obsthändler. Na, okay. Was? Oh Gott, Kollege. Obstmarkt. Obst. Oh, ey, ich kann nicht mehr reden, Alter. Obstmarkt. Wo ist der? So, gehen wir nochmal zum Auto. Obstmarkt. Ah, Kollegen sind schon am Start hier. Mal gucken. Ja. Naja, mein Fräulein. Fräulein vor allem. Freundchen, Obstmarkt ist jetzt nicht wirklich direkt hier gegenüber. Ne? Muss dann schon eine Straße weiterfahren. Dann müsst mal bitte genauere Angaben. Achtung, hier komme ich. Sowas ist mein Blinker. Der Spruch, Achtung, hier komme ich. So, Kollege, guck mal bitte mit jetzt hier. Ist ja genau hier der Obst. Markt? Ah, Mann, ey, immer dieses... Ah, ja, gut.
shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Toll, zu. Was war das? Hä, was ist denn hier los? Da ist ein Kollege? Hä? Guten Tag, Sir. Hier ist abgesperrt. Was ist denn hier passiert? Hä? Hallo? Ach, das ist ja... Ach so, bin ich du? Er hat ja gesagt, die Bar ist in der Nähe vom Tatort. Okay. Ja, dann müssen wir später wiederkommen. Gut, Kollege, komm. Weiter geht's. Gehen wir der Spur weiter nach. Ja, komm. Komm hier, schneller hier, Kollege. Orte. Wir waren an der Bar. Obstmarkt. Hat noch zu, ne? Oh, komm hier nicht so dicht hier. Oder hast du irgendwelche Gefühle für mich oder was hier? Kollegengefühle natürlich. Dann gehen wir mal zum Mann, ne? Das ist bisher für uns persönlich der Hauptverdächtige. Zum Ziel springen. Nein, wir fahren selber hin. So, bist du bereit? Oh, ist sogar mit so einer Musik. Naja, ist ja nur der... Ach, scheiße. Los geht's, Kollege. Los geht's. Kollege, unser Auto ist kaputt. Ich weiß nicht, warum das sich anspringt. Muss ich pumpen? Warte mal, Kollege. Kollege! Oh! Oh Gott! Oh! Oh Gott! Okay, let's go! Halt dich fest! Schneid dich an, Mann! Hauptverdächtiger! Der Mann! Auf geht's! Mal gucken, was er sagt. Kann nur er sein. Oh! Kein Problem! Zeit der Start! Alles gut! Oh nein, wir sind ja hier im Blaulichtmodus. Ja! Halt dich fest! Wir wissen nicht, was uns erwartet! Hinter dem Hügel. Fahren macht schon wirklich echt Bock, muss ich sagen. Weil du auch einfach machen kannst, was du willst. Maldonados Wohnsitz. 2.59 Uhr. Alles klar. Komm, ich kann schon erahnen, gibt's gleich wieder irgendwie Schlägerei hier oder so. So, dann gucken wir mal. Oh. Sorry. Amanda. Hilia. Maldonado is an apartment 304. Was? Ich hab selber noch nicht gesehen. Und er sagt, ah, Maldonado. Spiel, mach doch nicht die Arbeit für mich. Ich muss selber gucken. Scheiße, Entschuldigung. 304. Alles klar. Was? Kollege hat Angst, er bleibt draußen. Ah nee, da ist wahrscheinlich ein Schild vom Hund. Wir müssen draußen bleiben. Mann, ich bin auch wieder gemein, wa, Kollege?